In der heutigen Folge möchten wir euch von Cavallo den Linus Jump vorstellen. Das ist ein Springstiefel aus der Einstiegsserie, der Linus-Serie von Cavallo. Bei der Linus-Serie gibt es bei Cavallo bei den Springstiefeln zwei verschiedene Varianten. Einmal den Linus Jump, so wie wir den hier haben. Der ist relativ weit unten im Knöchel geschnitten. Und einmal den Linus Slim. Der ist deutlich enger unten im Knöchel geschnitten, wird in einem anderen Video erwähnt. Den Linus Jump empfehlen wir eigentlich für Leute, die, wie gesagt, ein bisschen mehr Knöchel haben und so in der Regel ab Wade 37, 36 aufwärts empfehlen wir eher den Linus Jump, dass der einfach im Knöchel her ein bisschen besser sitzt. Und ja, für schmalere Waden, 35, 34, 30, lieber den Linus Slim. Genau. Von der Stulpe hier oben gibt es bei Cavallo verschiedenste Varianten, die man sich zusammen konfigurieren kann. Die werden auch immer erst dann auf Anfrage produziert. Könnt ihr euch gerne mal im Konfigurator anschauen. Gibt es auch verschiedene Grundfarben, wie man sich den zusammenstellen kann. Hat Cavallo wirklich viele schicke Varianten zusammengestellt. Der Linus Jump hat hier hinten einen Elastikeinsatz. Das ist immer ganz gut, damit er sich vor allen Dingen am Knöchel und an der Wade so ein bisschen anpasst. Und hier unten hat er diese kleine Ristschnürung. Das ist eben modellspezifisch für dieses Modell ganz normal. Das ist eben beim Linus Jump, der hat unten diese kleine Schnürung. Dann gibt es den Linus Dressage, der hat die Schnürung unten nicht und hat dann dafür eine Außenversteifung. Ja, was für die Dressurreiter. Der hier ist eher was für die Springreiter. Man hat auch wirklich eine richtig funktionale Schnürung, die man anpassen kann. Wir haben hier innen immer so ein kleines Knötchen, wie man das sieht, genau, mit dem man, so ein bisschen rausziehen kann. Und dann einfach die Schnürung sich ein bisschen kürzer einstellen kann. Kann auch manchmal sein, dass man denkt, die Schnürung ist gerissen, weil das hier einfach so raussteht. Das ist meistens nicht, sondern einfach nur der Knoten aufgegangen. Und dann zieht man sich wieder durch und macht den Knoten hinten wieder rein und dann hat man es wieder repariert. Eine wirklich coole Variante, gerade für Leute, die einen hohen Spann haben, weil da einfach das auch ein bisschen mehr nachgibt. Genau. Hinten, wie gesagt, einen ganz normalen Reißverschluss, Elastik für die Anpassbarkeit und eine Gripsohle von Cavallo, die gut im Steigbügel hält, aber auch nicht zu grob ist, damit man nicht im Steigbügel mal hängen bleibt. Im Gegensatz zum Linus Slim hat der Linus Jump hier eben keinen Grip-Einsatz. Genau, ist einfach bei dem Modell nicht gewollt. Interessant zu wissen bei Cavallo oder bei dieser Linus-Serie ist, dass diese immer in zwei Schuhgrößen produziert werden. Das heißt, hier bei dem Modell haben wir die 7,7,5. Das ist die 40 2/3 und 41 1/3 europäische Schuhgröße oder UK 7,5. Sieht man hier auch auf dem Karton. 7,7,5 Schuhgröße, 50er Höhe, 37er Wade. Auch 7,5 Höhe, 37er Wade. Da ist es ganz interessant, warum stehen da zwei Schuhgrößen drin. Der Stiefel wird immer in der größeren Schuhgröße produziert und wird dann durch eine zusätzliche Einlegesohle, die hier im Schaft ist, wird der Stiefel um eine halbe Nummer kleiner gemacht. Das heißt, wenn man den Stiefel im Winter trägt, ist das eigentlich ganz gut. So kann man mal eine dickere Einlegesohle reinlegen oder mit dicken Socken in den Stiefel gehen. Man kann ihn nämlich auch komplett ohne diese Einlegesohle tragen. In dem Fall wäre es jetzt die 7,5, das heißt die 41 1/3. Man kann ihn aber auch mit Einlegesohle tragen. Dann wäre es die 40 2/3, die 7. Es ist hier ein bisschen anpassbar oder auch für Kinder, die gerne einen Stiefel haben wollen, der ein bisschen mitwächst, kann man den da so ein bisschen variieren. Ganz wichtig bei Cavallo zu wissen ist diese Höhe, die hier drin steht in den Cavallo-Stiefeln. Jetzt bei dem Modell ist es die 50er Höhe. Cavallo misst die Stiefel immer ein bisschen anders. Wenn man jetzt aber von einem anderen Stiefel kommt und weiß, ich habe da die und die Höhe,
muss man bei Cavallo immer unheimlich aufpassen. 50 stand jetzt drin. Genau, messen tut man den Stiefel hier hinten am Hinterriemen ohne Absatz. 50 stand drin und gemessen haben wir hier aber nur 48 cm in der Höhe. Das ist ganz normal bei Cavallo, die fallen immer 2 cm kürzer aus. Einfach, wie gesagt, weil die ein bisschen anders gemessen werden als bei den anderen Herstellern. Das heißt, deshalb haben wir das bei uns auch in den Maßtabellen und in der Artikelbeschreibung so mit aufgeschrieben, dass man Cavallo-Stiefel immer 3 cm höher bestellt. Das heißt, wenn man jetzt bei sich eine 47er Höhe vom Boden bis zur Kniekehle im Stehen gemessen hat, rechnet man noch einen Zentimeter fürs Setzen drauf, das heißt 48. Und bei Cavallo eben noch 2 cm, weil er einfach kürzer ausfällt. Das heißt, bei einer 47er Höhe vom Boden bis zur Kniekehle im Stehen bestellt man eine 50er Cavallo Höhe und ist dann wirklich von der Höhe immer ganz gut mit dabei. Wichtig aber deshalb, merkt ihr es dann auch, dass man bei jedem Stiefel, den man bestellt, wirklich noch einmal genau nachmisst, wie die Höhe vom Boden bis zur Kniekehle ist oder eben hier die Höhe bei einem vorhandenen Stiefel am Hinterriemen ohne Absatz, dass man dann nicht 2-3 Monate wartet und dann kommt der Stiefel in der falschen Höhe. Das ist immer sehr ärgerlich. Beim Wadenumfang ist es beim Linus Jump wichtig, dass man da den Wadenumfang, den man gemessen hat, ein bisschen enger bestellt. Das heißt, bei diesen Modell haben wir jetzt eine 37er Wade. Der wäre jetzt optimal passend bei einer gemessenen Wade mit Reithosen und Socken, auch mal dicke Reithosen und Socken anprobieren und mal messen, von 38,5 cm. Das heißt, man zieht immer 1,5 cm vom Wadenumfang ab, damit der Stiefel mit dem Elastikansatz am Anfang nicht zu weit wird. Ne? Der Elastik gibt einfach über die Zeit ein bisschen nach. Und das ist dann einfach ärgerlich. Deswegen am Anfang kann der ruhig noch ein bisschen enger sitzen, dehnt sich dann aber nicht mehr als 1,5 cm abziehen vom Wadenumfang. Das ist bei dem auch wichtig. Genau, um das nochmal zu gucken in der Tabelle. Wir haben jetzt hier bei Cavallo, wie gesagt, die 7,5, 50, 37. Cavallo hat eine riesengroße Maßtabelle, das ist auch herauszuheben. Das hat sonst nicht, also wirklich kein Hersteller. Wir haben hier fast 3000 verschiedene Maßkombinationen in der Tabelle. Wir hatten jetzt hier die 7,7,5, die 50er Höhe und die 37er Wade. Jetzt steht hier aber 32, 43, wie dehnt der sich jetzt von 32 bis 43? Nein, der ist in jeder Abstufung von 32 cm bis 43 cm bestellbar. Das heißt, wir haben die Schuhgröße 7,7,5, haben die 50er Höhe fest. Und können den bestellen in einer 32er Wade, 33, in einer 34, in einer 35 bis 43, wirklich zentimeterweise in der Abstufung. Das ist bei Cavallo wirklich einzigartig, das hat sonst kein anderer Hersteller. Dadurch hat man natürlich fast einen Maßstiefel und das so im Standardpreissegment wirklich super. Fast 3000 mögliche Kombinationen, nur in Schwarz, ohne irgendeine Stulpe. Das ist schon wirklich, wirklich sehr gut. Die anderen Hersteller haben da meist nur so 300 verschiedene Varianten. Genau. Ja. Nochmal. Sonst so von den Farben her, hatte ich ja schon gesagt, gibt es bei Cavallo verschiedene Farben, die man da dran konfigurieren kann. Sonst ist der Stiefel relativ schlicht. Und wie gesagt, im Knöchel nicht ganz so super eng geschnitten von der Passform. Ja, und man sollte auf jeden Fall, bevor man den Stiefel bestellt, einmal nachmessen und auf keinen Fall vom Linus Slim die Maße übernehmen auf den Linus Jump. Das geht immer schief. Genau, das wäre ein großer Fehler. Aber sonst wirklich ein super Allround- und Alltagsstiefel. Ja, dann freuen wir uns aufs nächste Mal, wenn ihr euch die nächsten Stiefel mit uns anguckt.